So, liebe Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Let's Play Fallout 3. Ich nehme direkt nahtlos im Nachhinein an die erste Folge auf und wir machen direkt weiter. Alles okay? Macht dir Butch wieder das Leben schwer? Ach Quatsch, mach dir keine Sorgen, Papa, mit Butch werde ich schon fertig. Freut mich, das zu hören. Wenn du dich einmal von einem Rüpel herumschubsen lässt, wird es immer so weitergehen. Und jetzt komm. Ich wette, da haben noch andere Leute Geschenke für dich. Ja, wer weiß. Oh, klar, keine Sorge. Ich und Andy haben letzte Nacht alles repariert. So gut wie neu. Auf zu reden. Wie gefällt dir der Pip-Boy da, Junge? Passt der und alles? Na, Logo. Wie cool. Haben Sie das für mich repariert? Ja, hab ich. Schön, dass es dir gefällt. Einige halten die A-Serie für zu einfach, aber mir gefällt sie wegen ihrer Zuverlässigkeit. Danke, Stanley. Keine Ursache. Ach ja, fast hätte ich's vergessen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Es ist nicht viel, aber ich hoffe, dir gefällt's. Die Kinder-Baseball-Mütze, die ziehen wir uns natürlich jetzt erstmal direkt auf. Obwohl, wir haben Geburtstag, wir können uns auch den Partyhut... Ja, komm, wir setzen uns den Partyhut auf. Ah, sieht doch cool aus. Boah, könnt ihr mal aufhören, hier alle durcheinander zu reden? Jonas? Natürlich, Officer Gomez. War schön, mit Ihnen zu quatschen. Danke. Nochmal ich schicke ihn Dank runter. Wie läuft's, Kumpel? Ja, was ist hier los, Papa? Hey, das war Jonas auf der Sprechanlage. Er und ich haben uns da eine kleine Überraschung ausgedacht. Oh yeah. Jonas wartet unten auf der Reaktorebene auf dich. Geh schon mal. Ich glaube nicht, dass sich jemand beschweren wird, wenn du mal kurz weg bist. Okay. La 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 la. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Schätzchen. Meine Güte, ich hoffe, ich habe die Party nicht verpasst. Doch! Ja, mein Papa und Amata haben eine tolle Party für mich organisiert, nicht wahr? Wie die Zeit vergeht. Schon 10 Jahre alt. Ich kann mich noch daran erinnern, deinem Vater beim Windelnwechseln geholfen zu haben. Und jetzt sieh dich an. Ein großgewachsener 10-Jähriger mit eigenem Pip-Boy. Mhm. Weißt du, was ich aufgrund dieses besonderen Anlasses getan habe? Ich habe dir ein Gedicht geschrieben. Nur für dich. Ich hoffe, es gefällt dir. Ist das nicht das, was jedes 10-jährige Kind zum Geburtstag haben möchte? Ein Gedicht? Ah, gut. Danke. Ich werde es immer im Herzen tragen. Ist das alles? Natürlich. Geh schon, Liebling. Ich wünsche dir einen wunderschönen Geburtstag. Danke. Dann wollen wir mal zur Reaktorebene gehen und gucken, was Jonas und Papa für mich für eine Überraschung haben. Was hier los, Jonas? Hey, was machst du hier unten, Junge? Ich dachte, Kinder haben auf der Reaktorebene nichts zu suchen. Ich bin kein Kind. Ich bin 10 Jahre alt. Das bist du mit Pip-Boy und so weiter. Sieh einer an. Warte nur noch eine Minute. Ich glaube, dein Papa will dir deine Überraschung persönlich geben. Ja. Warum sehe ich eigentlich so komisch aus? Bereit für eine Überraschung? Aber klar doch. Was denn für eine Überraschung? Ich habe dir einen Pip-Boy gegeben und du bist alt genug zum Arbeiten. Dann bist du wohl auch alt genug hierfür. Hier, ein eigenes Luftgewehr. Ist ein bisschen alt, sollte aber einwandfrei funktionieren. Jonas hat es hier unten gefunden. War in schlechtem Zustand. Hat uns gut 3 Monate gekostet, um die fehlenden Teile zu finden. Hast du eine Ahnung, wie schwer es ist, so eine kleine Feder zu finden? Was für ein Glück, dass Butch sein Springmesser verlegt hat. Haha, korrekt. Also, was meinst du? Willst du es versuchen? Aber auf jeden Fall. Hier? Wir können hier keine Kanone abfeuern. Nein, das geht nicht. Wenn wir nicht Ärger mit dem Aufseher bekommen wollen. Jonas und ich haben allerdings eine passende Stelle gefunden. Los! Sehr cool. Jetzt wollen wir uns das natürlich auch mal direkt auswählen. Haben wir schon. Da haben wir's. Unser Luftgewehr. Wollen wir Jonas mal in den Kopf schießen? Ne, das lassen wir.
So. Wie sieht's aus? Was können wir machen? Nun, wie sieht's aus? Das ist echt super. Danke. Ohne Jonas' Hilfe hätte ich das nicht geschafft. Du musst dich unbedingt auch bei ihm bedanken. Warum bist du denn jetzt so böse? Warum? Warum? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Kumpel. Ich hoffe, du amüsierst dich. Vielen Dank, Jonas. Das ist echt cool. Hey, 10 wird man nicht jeden Tag. Jetzt zeig mir mal, wie du auf etwas schießt. Ja, das kriege ich hin. Moment, komm. Zack. Hier schön mit dem Luftgewehr abknallen. Eine Red Kakerlake. Zack. VATS brauche ich nicht. Gute Arbeit. Eine Red Kakerlake weniger, die uns das Leben schwer macht. Lass uns ein Foto machen und den Moment festhalten. Okay. Hey Jonas, mach mal ein Foto von mir und dem Großwildjäger. Lächeln. Grinsebärchen. Soweit ich sehen kann, bist du ein aufgeweckter, gesunder 16-Jähriger. Also, ja, du musst am Unterricht teilnehmen und den GOAT machen. Nun geh, du hast einen GOAT zu machen. Wie du meinst, Papa. Hey, das ist nicht meine Entscheidung. Das sind die Regeln. Du bist jetzt 16 und deshalb machst du dieses Jahr den GOAT. Komm schon, so schlimm ist es nun auch wieder nicht. Jeder muss ihn machen. Du schaffst das schon. Okay. Tschüss, Papa. Mach's gut, mein Sohn. Jetzt aber nichts wie raus hier. Und viel Glück. Gut. So, bevor wir jetzt aber wirklich hier rausgehen, müssen wir nochmal ganz kurz auf Hilfe klicken und müssen... Hä, warte mal, wo war das denn? Ach, das habe ich jetzt verschwitzt. Wir hätten dieses Grognack der Barbar, hätten wir nämlich lesen können. Aber dafür haben wir eine Wackelpuppe. Sie haben eine WarTech Limited Edition Wackelpuppe gefunden. Die Inschrift auf dem Sockel lautet: Der Schlaue weiß, dass ein Verband die Wunden nur verbirgt. Ihre Fertigkeit Medizin wurde dauerhaft um 10 Punkte erhöht. Also man hat halt die Möglichkeit in dem Spiel hier diverse Wackelpuppen zu finden, die Fertigkeiten dauerhaft um 10 Punkte erhöht. Ich werde versuchen, so viel wie möglich zu finden, aber dass ich alle finde, kann ich euch auf jeden Fall nicht versprechen, weil das... Ja. Nein, weil das wirklich verdammt viele sind. Was geht ab, Stanley? Okay. Jo. Mein Gott, Butch, warum lässt du mich nicht einfach in Ruhe? Papas Mädchen, Papas Mädchen. Okay, pass auf. Jetzt gibt's erstmal ein paar auf die Nase. Tunnelschlangen? Seid ihr Jungs eine Art Gang oder was? Ne, das... Was geht hier vor? Geht dich nichts an, Kindchen. Hau ab, bevor wir dir wehtun. Wehtun? Wenn du dich mit den Tunnelschlangen anlegst, dann kannst du was erleben. Kapiert? Wenn du sie weiter belästigst, wird sich der Aufseher um deine Gang kümmern. Lass sie in Ruhe, sonst bekommst du es mit mir zu tun. Und wer bist du? Ihr Freund? Wenn du so weiterredest, Junge, schicken wir dich mit ein paar Knochenbrüchen zurück zu deinem Papa, damit er dich wieder zusammenflicken kann. Ja? So, Butch. Nur wir beide. Hier und jetzt! Das soll wohl ein Witz sein. Kommt schon, Tunnelschlangen. Diese Knalltüte braucht noch eine Lektion. Sie ist ein Nichts, Butch. Ja, ein harter Bursche. Komm her, kriegst direkt ein paar auf den Schädel, Junge. Das war's schon, ne? Okay, okay, du hast gewonnen. Wir lassen das kleine Mädel in Ruhe. Du bist sowieso nur eine Zeitverschwendung. Deswegen habe ich auch dein Gesicht gerade bearbeitet, ne? Hau bloß ab, Junge. Du bist der Boss. Es leben die Tunnelschlangen. Na gut, gehen wir. Ihr Gays. Danke, dass du sie mir vom Hals geschafft hast. Arschlöcher. Kein Ding, Baby. Keine Ahnung, warum sie mich nicht in Ruhe lassen. Vielleicht, weil mein Vater der Aufseher ist. Diese Idioten. Gut, dann wollen wir mal den GOAT nehmen, machen, aber vorher trinken wir einen Schluck. So. Nun, Sie haben es geschafft. Sind Sie bereit für den GOAT?
Keine Sorge, so schlimm ist er nicht. Da muss leider jeder durch. Klar, ich bin bereit. Ich wette, das schaffe ich mit links. Sicher wirst du das. Besonders, wo es alles Multiple-Choice-Fragen ohne falsche Antworten sind. Wir beginnen, sobald jeder seinen Platz gefunden hat. Viel Glück. Also, ich sage euch schon mal direkt, bei Let's Plays verkacke ich diesen Test immer. Aber das letzte Mal, als ich gespielt habe, bin ich Walt's Sicherheitsoffizier gewesen. Oder konnte ich werden, irgendwie sowas. Jetzt, wo alle den Klassenraum gefunden haben, können wir ja endlich beginnen. Bitte quatschen Sie nicht und halten Sie Ihre Augen auf sich selbst gerichtet. Ja, ich spreche mit Ihnen, Mr. Deloria. Alles klar, Mr. Brudge. Es sei denn, es hat noch jemand anders aufschlussreiche Kommentare. Dann können wir beginnen. Ja, dann hau rein. Frage 1. Ein hektischer Vault-Wissenschaftler läuft auf Sie zu und schreit, ich werde meinen Quantenharmonisator in Ihre Photonenresonanzkammer stecken. Wie lautet Ihre Antwort? Okay, aber Doktor, würde das keine parabolische Destabilisierung der Spaltungssingularität verursachen? Ah ja? Danke gleichfalls, Kumpel. Sie sagen nichts, sondern schnappen sich ein herumliegendes Rohr und schlagen dem Wissenschaftler damit auf den Kopf, um ihn ins Land der Träume zu schicken. Wenn Sie das richtig verstanden haben, wollte er die Ward in die Luft jagen. Sie sagen nichts und hauen ab, bevor der Wissenschaftler fortfahren kann. Okay. Ich denke einfach mal... Ich würde nicht sagen, mir ein Rohr schnappen und ihm auf den Schädel hauen. Ja, das klingt nach mir. Während Ihrer Tätigkeit als Praktikant in der Klinik stolpert ein Patient mit einer seltsamen Fußinfektion durch die Tür. Die Infektion breitet sich mit alarmierender Geschwindigkeit aus, aber der Doktor ist mal eben rausgegangen. Was tun Sie? Sie amputieren den Fuß, bevor sich die Infektion noch weiter ausbreitet. Sie rufen nach Hilfe. Sie versorgen den infizierten Bereich so gut wie möglich medizinisch. Sie beruhigen den Patienten und sehen einfach zu, wie sich die Infektion ausbreitet. Ich denke mal, ich werde den infizierten Bereich so gut wie möglich medizinisch versorgen. Frage 3. Sie entdecken einen jungen Burschen auf den unteren Ebenen der Vault. Er hat Hunger und fürchtet sich, ist aber scheinbar im Besitz gestohlenen Eigentums. Was tun Sie? Sie umarmen den Jungen und sagen ihm, dass alles in Ordnung ist. Sie konfiszieren die gestohlenen Gegenstände mit Gewalt und lassen den Jungen als Bestrafung zurück. Sie stehlen dem Jungen das Diebesgut, um es selbst zu haben, und überlassen ihm sein Schicksal. Sie bringen den Jungen in Sicherheit und melden ihn dann beim Aufseher. Ich würde den Jungen auf jeden Fall umarmen und sagen, dass alles in Ordnung ist. Frage 4. Glückwunsch. Sie haben es in eines der Vault 101 Baseballteams geschafft. Welche Position bevorzugen Sie? Auf jeden Fall wäre ich der Hitter. Frage 5. Ihre Großmutter lädt Sie zum Abendessen ein, reicht Ihnen dann aber eine Pistole und befiehlt Ihnen, einen anderen Vault-Bewohner zu töten. Was tun Sie? Sie fügen sich der alten Dame und töten den Ansässigen mit der Pistole. Sie bieten ihren teuersten Besitz für das Leben des Ansässigen an. Sie fragen Oma lieber nach einer Minigun. Sie möchten schließlich nicht vorbeischießen. Sie schütten ihrer Großmutter den Tee ins Gesicht. Ich würde sagen, ich würde meinen teuersten Besitz für das Leben des Ansässigen bieten. Frage 6. Der alte Mr. Abernathy hat sich mal wieder in seinem Quartier eingeschlossen und Sie haben die Aufgabe, ihn rauszuholen. Wie gehen Sie vor? Sie verwenden eine Haarklammer, um das Türschloss zu knacken. Sie bezahlen einen Wardgauner für seine Sherry Bomb und sprengen die Tür auf. Sie gehen zum Waffenhaus, holen sich eine Laserpistole und schießen das Schloss auf. Sie verschwinden und lassen den alten Kauz verrotten. Ja, natürlich mit einer Haarklammer. Frage 7. Oh nein, Sie wurden der Strahlung ausgesetzt und auf Ihrem Bauch wächst eine mutierte Hand. Welche Therapie eignet sich hier am besten? Mit einer Kugel in den Kopf? Mit großen Dosen des antimutagen Wirkstoffs beten vielleicht verschont Gott Sie im Austausch gegen ein Leben voller frommer Hingabe. Sie entfernen die Mutation mit einem Präzisionslaser. Jawohl. Frage 8. Ein Bewohner der Vault 101 ist im Besitz eines Grognack der Barbar-Comic-Bands erste Ausgabe. Sie wollen ihn unbedingt haben. Wie bringen Sie es am besten in Ihren Besitz?
Sie tauschen den Comicband gegen eines ihrer eigenen wertvollen Besitztümer. Sie stehlen den Comicband mit vorgehaltener Waffe. Sie schleichen ins Quartier des Ansässigen und stehlen ihm den Comicband vom Schreibtisch. Ja. Frage 9. Sie entscheiden, es wäre lustig, Ihrem Vater einen Streich zu spielen. Sie schleichen sich ungesehen in seine Privaträume und... Lösen die Schrauben an einigen Rohren. Wenn das Wasser aufgedreht wird, wird das Badezimmer überflutet. Legen einen Knallfrosch in die Toilette. Das wird schon für Chaos sorgen. Brechen den verschlossenen Arzneischrank auf und tauschen sein Bluthochdruckmedikament gegen Zuckerpillen aus. Manipulieren die Stromversorgung seines Rasierers, damit er einen elektrischen Schlag bekommt, wenn er sich das nächste Mal rasiert. Machen wir es so. Frage 10. Wer ist unbestreitbar die wichtigste Person in Vault 101? Ich. Er, der uns vor der Strenge des atomaren Ödlandes beschützt und ich zu verdanken haben, was wir haben, unseres Lebens. Ich denke, ich nehme der Aufseher. Stifte niederlegen, allesamt. Das war's, der berüchtigte GOAT. So, schnell aufstehen und Ergebnis holen. Ich bin mir sicher, dass es für viele von Ihnen kein Thema war. Bestimmt. Die anderen, nun, es gibt immer noch Stellen in der Wartungsabteilung. Vergessen Sie nicht, Ihre Tests einzureichen, bevor Sie gehen. Sie wollen wirklich nicht wissen, was mit denen geschieht, die den GOAT vermasseln. Sie haben den Rest des Tages frei, um zu feiern oder zu beten, je nach persönlicher Lage. Ich bin erstmal direkt als Erster hier, während ihr noch alles schreibt. Ich war der Erste. Alles fertig? Na klar. Sieht aus, als ob der Imbiss einen neuen Frittierkoch bekommt. Ich wusste es. Sachte mit dem Senf und extra Gewürzgurken. Jedes Mal. Immer im Let's Play. Immer. Wow, das wollte ich schon immer sein. Meine Träume sind endlich wahr geworden. Egal, hab nur beiläufig geantwortet. Sind Sie so an dem Job hängen geblieben? Da sind Sie der Wahrheit näher, als Sie denken. Hören Sie, in Ihrem Alter war ich genauso unausstehlich. Ich nahm den GOAT nicht ernst. Und wo bin ich gelandet? Unter uns? Der ganze Test ist ein Witz. Wenn Sie das Ergebnis nicht mögen, kann ich Ihren GOAT ganz nach Ihren Wünschen gestalten. Lassen Sie es mich nur wissen. Gut, wir hätten jetzt hier auf Medizin, auf Nahkampfwaffen, das nehmen wir aber auf jeden Fall weg, und auf Sprache, so. Wir werden auf Sprengstoff gehen. Auf Sprache. Moment, das ist jetzt wieder knifflig. Also Sprengstoff gehen wir auf jeden Fall, weil dann können wir nämlich uns direkt erstmal einen Namen im Megaton machen. Bei Reparieren könnten wir das auch. Dann könnten wir uns direkt eine Geldquelle schaffen, indem wir Altmetall sammeln. Wissenschaft ist nicht so wichtig, Sprache lassen wir mal. Wir wollen nämlich auch auf jeden Fall noch auf Waffen. Die Fertigkeit kleine Waffen bestimmt ihre Effektivität mit allen konventionellen Projektilwaffen, einschließlich der 10mm Pistole, des Luftgewehrs, des Sturmgewehrs und der Kampfflinte. Deswegen nehmen wir kleine Waffen noch dazu. Und ich denke, so sollte das auf jeden Fall funktionieren. Medizin haben wir auf 29. Das passt auch. Dann skillen wir Sprache und das. Ja, das passt schon. Erfüllt. Mr. Brodsch den GOAT geben. Wir verlassen das Klassenzimmer. Ich beende damit die Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, Leute. Ciao.